Schon, genau. Marie, letzter Vortrag heute. Es geht nicht um Videoüberwachung, sondern darum, um die Möglichkeiten von Nextcloud Simple Sign-Up. Oh, jetzt muss ich Marie ein bisschen beeilen. Da ist sie schon. Hallo Marie. Hallo. Brauchst du noch Folien? Oder? Ich habe die heute geschickt. Hab den nicht mehr bekommen. Ich hole mal einen USB-Stick. Alles klar, dann, dann müssen wir noch kurz die Zeit überbrücken, bis Marie wiederkommt. Wie gesagt, ihr habt es gehört, zu der Unteilbar-Demo am 13. Oktober kann man gehen. Nicht nur, wenn man sich für digitale Grundrechte, Bürgerrechte interessiert, sondern auch, wenn man sich für andere politische Probleme gerade im Land interessiert. Wir als digitale Gesellschaft rufen dazu auf, freuen uns, wenn ihr dahin geht und nicht nur, wenn ihr deswegen dahin geht, weil ihr gegen Überwachung seid, sondern auch, wenn ihr sonst ein Zeichen setzen wollt. Ansonsten kann ich vielleicht schon mal sagen, der nächste netzpolitische Abend wird hier wieder stattfinden im November und zwar am 6.11. wird das sein und wer die Sprecherinnen und Sprecher sind, werden wir wie immer zeitnah auf der Homepage veröffentlichen. Genau, Marie bereitet ihre Folien vor, das sieht schon gut aus. Ich sehe es hier. Genau. Willst du vielleicht schon mal anfangen? Ich schieb das rüber oder so? Wollen wir es so rum machen? Super, ich schieb es noch rüber. Fang einfach an. Oh, ja, also am Anfang brauche ich überhaupt keine Formulierung. Ich bin Marie von Nextcloud. Falls ihr Nextcloud nicht kennt, würde ich erstmal ein bisschen Nextcloud vorstellen, bevor dass ich Simple Sign-Up erkläre. Also Nextcloud Web, die Firma wurde 2016 gegründet, aber es gab davor schon seit 2010 OwnCloud. Nextcloud ist eine GmbH, wir haben ca. 40 Mitarbeiter. Wir finanzieren uns dadurch, dass wir Professional Support machen, Consulting und Customization für Unternehmen. Aber es ist viel mehr als eine GmbH, weil wir haben eine riesen Community weltweit. Wir haben gerade die Nextcloud-Konferenz gehabt, da gab es Leute aus Japan, Kenia, Südafrika, den Vereinigten Staaten, Russland und so weiter. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass Nextcloud 100% Open Source ist. Also es ist nicht nur eine Cloud, die irgendwo online ist, sondern es ist Software unter der AGB LV3 Lizenz. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen die Software, die normale Users kriegen und Unternehmen. Es gibt kein Premium, es gibt einfach Software, die alle benutzen können. 100% Open Source heißt auch, dass es kein Vendor-Lock-In gibt. Das heißt, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Anbieter, wo ich die Nextcloud habe, dann kann ich einfach weg. Oder wenn ich mit Nextcloud nicht zufrieden bin, kann ich einfach meine Daten runterladen und woanders weitermachen. Das heißt auch, ich kann sie betreiben, selbst betreiben, anpassen, verbessern. Ich kann echt aus der Nextcloud meine eigene Cloud machen. Also so sieht Nextcloud aus, ist eigentlich ziemlich normale Cloud. Also man hat Share-Buttons, man hat mehr Buttons, wo man Aktionen machen kann, öffnen kann, draufklicken. Ein paar Informationen über wer die Datei zum Beispiel sehen kann. Wir haben auch Audio- und Video-Chat auf dem Server, wo die Nextcloud ist. So ein bisschen wie ein Skype-Ersatz. Ein bisschen Anfang von Slack gibt es auch, so einen großen Gruppenchat kann man da machen. Mit ein paar coole Funktionalitäten, wie wenn ich jemand ein Dokument verschicke und sicher sein will, dass das die richtige Person ist, dann kann ich die kurz im Chat sehen, bevor dass sie das Passwort kriegt und dann die Datei öffnen kann. Ein bisschen wie dieses Post-ID-Ding, aber halt ohne Post. Es gibt auch andere Apps natürlich, also zum Beispiel Notizen. Ich muss kurz mal falsches Slide bekommen. Notizen, Bookmarks, E-Mail, eine Office Suite, wo man mit mehreren Leuten gleichzeitig ein Dokument bearbeiten kann.
Also ein bisschen LibreOffice, aber im Webbrowser mit mehreren Leuten gleichzeitig. Mindmaps, Markdown und so weiter. Also die Idee ist eigentlich, dass wir eine Alternative zu Dropbox, Office 365, Google Suite haben. Aber die ist Open Source dezentralisiert. Es gibt Federation. Jeder Nextcloud-User hat eine Federation-ID und man kann sich Dokumente schicken. Man kann teilen, editieren, zusammenarbeiten und so weiter und man ist frei von Google und Co. Jetzt zum eigentlichen Thema Simple Sign-Up. Also ich habe ja viel Crypto-Party gemacht früher und da hatten wir immer E-Mail-Verschlüsselung mit PGP, anonymes Surfen mit Tor und Chatten mit OTR, später mit Signal. Und es gab ja immer natürlich mehr Themen als nur das. Es gab auch diese ganze Info, die wir immer erzählt haben, mit, wenn man Google seit 2009 benutzt hat, ist man eigentlich in der NSA-Database. Und dann haben die Leute gefragt, aber was nehme ich denn als Alternative für meinen Google Docs? Weil E-Mail-Verschlüsseln ist schön, aber ich habe ja auch noch irgendwo eine Cloud. Ich will meine Telefone synchronisieren mit meinem Laptop und ich will meine Oma meine Urlaubsbilder schicken und so weiter. Und da hatten wir einfach keine richtige Lösung. Beziehungsweise wir haben da schon sagen können, es gibt halt OnCloud, später es gibt Nextcloud, aber wie bringt man jemand in einen Arm bei, wie der einen Server betreibt und eine eigene Cloud drauf, wenn der wahrscheinlich noch nicht mal richtig weiß, was ein Server ist, immer in den meisten Fällen. Und dann hat man einfach nichts machen können. Und so sah es immer aus. Hier steht, wie man seine Nextcloud betreiben kann, da steht Get Your Server und da sind die Leute eigentlich blockiert. Und jetzt haben wir seit kurzem eine Seite, die URL steht auch noch gleich auf der Leinwand, wo wir Leute erklären, was sie tatsächlich machen können. Also das eine ist das Self-Hosted Nextcloud, das ist einfach das mit dem Server. Nextcloud on the Hardware of Your Choice ist zum Beispiel ein Raspberry Pi zu Hause haben, was ein bisschen einfacher ist, weil wir da einen guten Tutorial haben und das ein bisschen weniger schwierig ist. Aber immer noch nichts für jemanden, der sich nicht lange damit auseinandersetzen wollte. Und deswegen haben wir jetzt dieses Who Owns Your Data Simple Sign-Up. So funktioniert das. Das ist jetzt mobil, sieht ziemlich ähnlich aus im Web. Wenn man die Mobil-App runterlädt, dann steht Login, da könnte man seinen eigenen Nextcloud-Account eintragen. Aber man kann auch sagen Sign-Up with Provider. Dann kommt das, man kann einfach seine E-Mail-Adresse eingeben und dann kommt schon der erste Vorschlag, das ist jetzt Webo. Es gibt mehrere, wir haben mehrere Server, die man auswählen kann, aber es wird immer der am nächsten geografisch ist, vorgeschlagen. Es steht auch ein paar Apps, weil Nextcloud ja Apps hat, deswegen kann man schon da gucken, welche Apps sind installiert, weil es gibt verschiedene Apps auf verschiedene Server. Wenn man den nicht will oder sich die anderen anschauen will, dann kann man einfach unten noch scrollen, dann gibt es die anderen und man kann sich seinen Server auswählen, wen vertraue ich mit meinen Daten, man kann sich die angucken, man kann die vielleicht auch treffen auf Veranstaltungen, das sind auch zum Teil Leute, die in der Szene unterwegs sind. Und dann tippt man sein Passwort und schon hat man eine Nextcloud. Genauso easy wie bei Dropbox und Google und Co. Aber man kann seinen Server auswählen. Natürlich ist das nicht für jeden Threat Model. Natürlich ist es nicht, wenn ich ein Journalist bin und vertrauliche Quellen habe und so, will ich wahrscheinlich immer noch meinen sicheren Nextcloud betreiben lassen von irgendwelchen Experten. Aber jetzt haben wir einfach alle Stufen abgedeckt. Von ich muss meinen eigenen Server betreiben, entweder weil ich spielen will oder weil ich sensitive Daten habe und das ist richtig gut geschützt werden muss. Oder ich will, mir ist einfach Privacy wichtig und ich will ein paar Klick weg von Google. Das sind die verschiedenen Partners, die wir haben. Es werden noch mehr sein. Die meisten sind in Europa. Ich glaube, nur eine ist in den Vereinigten Staaten. Man muss die ja auch Option anbieten. Und wir haben dazu natürlich auch noch Sticker und Posters, die sind da neben der Box. Genau, danke Didi. Könnt ihr euch gerne bedienen und gern weiterempfehlen. Die Webseite heißt nextcloud.com/yourdata. Danke.
Ja, vielen Dank, Marie. Gibt's dazu Fragen? Habt ihr Fragen, wie das funktioniert? Alles klar, da geht's schon los. Ja, danke. Mich würde mal interessieren, wie dann die Bezahlung funktioniert. Also ich nehme ja an, dass diese anderen Hoster sich auch irgendwie finanzieren müssen und wie dieser Prozess ablaufen würde. Also das ist erstmal ein Jahr umsonst, 2 bis 5 Gigabyte. Man kann sich größere Pakete buchen, das ist abhängig von dem Anbieter. Aber erstmal kann man sich eine kleinere, also 2 bis 5 Gigabyte umsonst holen, da ist keine Frage der Bezahlung. Und darum geht es uns erstmal, dass die Leute den ersten Schritt schaffen. Genau wie es pro Anbieter geht mit der Bezahlung, kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber das findet man dann auf deren Webseite. Alles klar. Noch eine Frage dazu? Da hinten, alles klar. Hier hinten eine Frage, wir kommen uns ein bisschen entgegen. Ich habe ein bisschen technischere Fragen, auch eine, die ein bisschen was mehr zu dem neuen System zu tun hat. Und also Nummer 1, wann ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Desktop fertig? Sind irgendwann die Dateinamen auf dem Server auch verschlüsselt? Und ich habe gesehen, es gibt auch ein Ticket, was aber jetzt besonders relevant ist, wenn man jetzt so Third-Party-Server hat. Aktuell sind Kontakte und Termine in Kalendern werden in der Datenbank gespeichert und deswegen nicht verschlüsselt auf dem Server gespeichert. Es gibt auch andere Projekte, Ethisync zum Beispiel, die kriegen das mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hin. In eurem Ticket hat jemand von eurem Team gesagt, nee, das geht nicht. Also es geht schon. Es gibt andere Apps, die machen das. Könnt ihr das auch machen? Ich finde, das wäre voll wichtig, gerade wenn man andere Dienste anbietet, wo man nicht die physische Hardware kontrolliert, dass dann wenigstens meine Kontakte und Termine auch verschlüsselt gespeichert werden. Ich werde es auf jeden Fall weiterleiten. Ich arbeite im Bereich Marketing, also ich werde das jetzt nicht reparieren. Bin grundsätzlich einverstanden, so viel wie möglich verschlüsseln. Und für ganz technische Fragen haben wir einmal pro Monat hier einen Stammtisch. Ich weiß nicht mehr, welcher Mittwoch im Monat das ist. Kommt einfach vorbei, da gibt es auch ein paar Programmierer von Nextcloud, die da sind. Alles klar. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei, bedanken uns nochmal bei Marie. Danke, dass du hier warst. Danke euch. Genau. Müssen wir nochmal? Nee, ich brauche die Slide. Jetzt muss ich hier nochmal blättern. Oh, jetzt ist es vertauscht. Egal. Das kommt von schlechter Vorbereitung. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass das schon der letzte Vortrag heute war und das, vergesst es einfach. Das war der letzte Vortrag heute. Der nächste netzpolitische Abend findet am 6.11. statt und dann haben wir die Folien ein bisschen besser vorbereitet. Danke.